So, Let's Play Guild Wars 2 Beta Waldläufer der Asura. Ich habe wie gesagt nur ein bisschen Schach gespielt hier an diesem Teil. Der andere war besetzt. Wir haben das Herzchen-Quest geschafft. Haben uns auch schon die Belohnung dafür abgeholt. Also das Briefchen. Und ja. Jetzt gucken wir mal da unten zu dem Point of Interest und zu dem Energiekern. Vorausgesetzt, wir finden die. Und wenn wir Glück haben, können wir noch bei dem Event mitmachen. Da sind noch genug Gegner, wir können also vielleicht wirklich noch ein bisschen helfen. Doch durchaus interessant. Es gibt Ärger. Zerfressen war auf jeden Fall. Okay, dann ist der Questgewinn fast geschafft. Zwei Events hintereinander richtig gut abgeschlossen. Das Horn ist etwas besser als das, was wir haben. Und die Handschuhe sowieso, da wir gar keine Handschuhe haben. Sprecht! Okay, das hat sich rentiert auf jeden Fall. Zwei Events auf einem Eck. Dann müssen wir nur hier wieder rauskommen, lebend. Also überhaupt rauskommen, meine ich. Gut, gut. Ab Level 3 machen wir dann unsere persönliche Geschichte weiter. Dafür müssen wir aber erstmal Level 3 kommen. Integrität gefährdet. Leistung wird berechnet. Bitte warten. Neustart erforderlich. Das Entzündungslabor stellt bereit. Warum will mir denn keiner helfen? Von ihrem Ziel? Ihr Ziel war vermutlich Triumphat. Wo ist der Aussichtspunkt? Müssen wir da irgendwie hochklicken?
klettern. Manueller Neustart erforderlich. Ich sehe da aber oben auf die Schnelle auch nichts. Naja. Ist ja eh nur eine Beta und noch nicht das Endgame. Okay, mal wieder kurz stehen bleiben, in der Hoffnung, dass sich der PC wieder einfängt. Es leckt nämlich gerade zu arg. Welche Crew erweist sich als die stärkste und klügste? Golem gegen Golem. Dicht an dicht. Schaden genommen. Magiekristallnah in der Arena. Systemintegrität gefährdet. Komplett Disconnect. Also Asura sollte ich nicht zwingend mit meinem PC machen, mit meinem Laptop. Strebt ihr nach Macht ohne Gleichen? Wie schreiten eure Abenteuer voran? Sprecht mit mir, wenn ihr interessiert seid. Ich biete euch eine Gelegenheit, die ihr sicher nicht versäumen wollt. Okay, scheinbar müssen wir hier diese komischen Leervorrichtungen einschalten. Oh, und irgendwas Böses ballert da auf uns. Ich biete euch eine Gelegenheit. Okay, ich muss irgendwie mal hier weg. Es leckt so extrem, da kann man nicht mal gescheit spielen. Kommt, sprecht mit mir. Es gibt viel zu bereden. Okay, wir sollten mal lesen, was wir tun können. Okay. Also, ja. Hauptstadt der Asura nach Rathasum. Wer des Lateinischen mächtig ist, könnte wissen, dass Rathasum irgend sowas heißt wie ich wurde berechnet. Und naja gut, den Asura traut man durchaus zu, dass die ihre Städte berechnen. Ich hoffe, ich komme durch. Ich glaube jetzt einfach mal, der Eingang zu Rathasum ist da hinten bei dem Portal. Aber bei dem Teleporter meine ich. Das ist jetzt. Wir erschaffen Golems mit negativem magnetischem Feld. Die saugen die verschüttete Magie auf und schaffen sie zur Deponie. Aber das sieht ganz
Gut, Ostra ist ein Portal. Beschleunigt! Betreten wir doch mal dieses Portal. Und um euch den Loading-Screen zu ersparen, machen wir an der Stelle mal einen Cut und sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.